Mein Name ist Miriam Schahin. Ich bin die Bereichsleitung der Wohnungslosenhilfe beim Caritas in Bruchsal. Das Julius-Itzel-Haus ist für wohnungslose Menschen da. Mein Name ist Renate Stuhlmüller. Ich lebe hier in Bruchsal, bin aber wohnungslos. Also ich musste mich trennen und ich hatte dann keine Bleibe mehr. Was macht man da? Auf die Straße gehen oder auf der Straße schlafen? Das ist also schon ein Problem. Ich bin dann hier in das Julius-Itzel-Haus gekommen. Hier kann ich meine Wäsche waschen, ich kann duschen. Wenn ich Probleme habe, werde ich von den Sozialarbeitern beraten. Es ist toll, dass es hier so eine Frauen-WG gibt. Das ist ein geschützter Bereich, wo wir Frauen uns geben können, wie wir sind. Das ist einfach klasse. Und darum ist es wichtig und schön, dass die Fernsehlotterie unsere Einrichtung mit 66.000 Euro unterstützt hat. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Entdecken Sie das wunderschöne Saarland. Am Bostalsee erwartet Sie das 4-Sterne-Victus-See-Hotel Weingärtner mit familiärem Charme und persönlichem Service. Den einwöchigen Aufenthalt zu zweit gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 9379286. Einen VW Take-Up gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 2248392. Im Berchtesgadener Land erwartet Sie Erholung der Extraklasse. Entspannen Sie zu zweit eine Woche lang im Premium Hotel and Health Resort der Klosterhof in Bayerisch Gmain und lassen Sie sich dabei so richtig verwöhnen. Es gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 9300503. Einen VW Passat gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 2145607. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 9679733. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.